Moin Moin und willkommen zu einer neuen Runde Transocean 2. Wir verdienen so langsam gutes Geld. Es geht jetzt los hier mit der Pacific Bay. Neuer Klasse 3 Tanker. 22 Millionen. Und mit dem wollten wir, weil wir noch keine Upgrades drin haben, Richtung Java. Jawohl, da können wir zwei Aufträge mitnehmen. 13 Millionen. Und da upgraden wir dann das Schiff. Die Yashamaro bringt 4 Millionen. Und das mit einem kleinen Klasse 1 Tanker. Den müssen wir erstmal auftanken. Nach Jebel Ali haben wir schon einen Auftrag angenommen. Haben wir aber noch sehr viel Zeit. Dann können wir ruhig hier nach Italien einen kleinen Umweg machen. Für 9 Millionen ist dieser Umweg wert. Dann können wir noch Jeddah annehmen. Da können wir nachher anhalten. Ja, wunderbar. Auf nach Italien. Die Voyager 4 Millionen. Auch Klasse 1. Da könnten wir nach Salalah zurück. 4 Tage. 5 Tage haben wir noch Schutz. Sabotageschutz. Ja. 2 Tage zu spät, werden noch 1,5 Millionen abgezogen, bleiben immer noch 9. Ja, nehmen wir mal an. Das ist dann auch alles. Eines ihrer Schiffe ist fertig repariert. Ja, wir haben ja die ganzen Klasse 1 und Containerschiffe und so die Regionspunkte einfahren hier. Die haben wir jetzt ein nach dem anderen repariert, weil die alle kurz vorm Sinken waren. Südamerika West. Jetzt fahren wir nach Balboa. Dann nehmen wir mal alles mit, was hier so los ist. Haben wir 4 Millionen. Und die Lena ist in Jeddah angekommen. Jawohl, der illegale Auftrag, den wir angenommen haben. 150 Millionen. Jetzt können wir richtig gleich zuschlagen hier. 258 Millionen haben wir jetzt. Entweder kaufen wir zwei Klasse 3 Tanker oder gleich Klasse 4. Ja, erstmal gucken wir Folgeauftrag von der Lena. Ja, wunderbar. Und hier gibt es einen Folgeauftrag. Port Said, 120 Millionen. Ja, jetzt geht es los hier. Oh Mann. Nochmal 124 Millionen. Fahren wir gleich los. Dann machen wir Pause. Dann gehen wir in den Hafen von Port Said natürlich. In die Werft. Da gucken wir mal. Klasse 3. Hier hätten wir 1,3 Millionen Barrel mit 186.000 Gewicht. 90% Zustand. Also hervorragend. Oder auch 100% Zustand. Ja, können wir gleich zwei Schiffe kaufen. Oder wir kaufen Klasse 4. Das wäre 1,7 Millionen Barrel für 200 Millionen. Klasse 5 ist mit 400 Millionen noch ein bisschen des Guten zu viel. Obwohl wir ja gleich nochmal 120 Millionen kriegen. Da sind wir ja schon fast dabei. Und hier, das ist Klasse 5. 3,5 Millionen Barrel, 570.000 Ladegewicht. Das ist hier das absolute Maximum, was es hier im Spiel gibt. Und das Schiff wäre noch 21 Tage da, vorausgesetzt, dass Sayonara den nicht selber kauft. Ja, 120 Millionen kriegen wir ja gleich. Dann noch zwei, drei kleine Aufträge.
Dann soll das gewesen sein. Egal. Dann kaufen wir gleich so einen Klasse 5 Hammer. Jetzt kommen die ganzen Zollkontrollen hier. Mein Gott. Was soll das? Jetzt die Scarlet. Irgendwo hatten wir ja wieder illegale Ware aufgeladen. Das Risiko steigt. So, die Black Mary, die hat 25 Millionen eingebracht. Jawohl, das sage ich ja. Ein, zwei Aufträge zu dem 120 Millionen. Dann haben wir in Klasse 5. Das wäre der Hammer. Der absolute Hammer wäre das. So früh im Spiel in Klasse 5 zu kaufen. So, Hongkong. Oh, ich will nicht das schon wieder zurück. Ich wollte eigentlich... Oh, es gibt hier keine Aufträge. Zurück in die Golfregion. Dann fahren wir erstmal nach Bangkok. Mal gucken, was es da gibt. So, am Cobalt Carrier, da war keine illegale Ware. Haben wir Glück gehabt. Der bringt 3,7 Millionen. Das ist der, der hier in Japan und so umherkurft. Kaohsiung haben wir noch einen Auftrag. Oder wir nehmen Busan. Zwei illegale Aufträge. Dann können wir hier nochmal 5 Millionen, 3,5 Millionen. Dann haben wir hier schon wieder 29 Millionen Richtung Busan. Das Schiff wurde ja gerade kontrolliert. Und jetzt ist die Lena angekommen mit nochmal 120 Millionen. Jawohl. Hey, war das nicht Port Said, wo das Riesenschiff war hier? Was nicht hier? Ja, hier ist das Riesenschiff. 4 Millionen fehlen nur noch. 4 Millionen. 4 Millionen für den Riesendampfer. 4 lumpige Millionen. Dann machen wir eine Eintagestour. Egal wohin. In Jeddah oder Limani. Ja, dann fahren wir in Jeddah. Völlig wurscht. Das sind 30 Millionen. Das ist mehr als genug. Hauptsache, wir haben gleich die 4 Millionen. Ja, die haben wir jetzt durch die Pacific Bay. 11 Millionen sogar. 11 Millionen. Mit der Pacific Bay. Jetzt ist hier ein super Auftrag noch nach Colombo für 60 Millionen. 60 Millionen. Jeddah, 150 Millionen. Oh, jetzt kommt das große Geld. Jetzt geht es los hier. Ah. Jetzt wollte ich eigentlich hier das Upgrade einbauen. Aber ich nehme hier Colombo mit. Ja, wir müssen zwar 8 Millionen Strafe zahlen. Haben wir immer noch 50 Millionen über an Gewinne. Völlig egal. So, den 1 Million können wir auch noch mitnehmen. So, ab dafür und Pause. Und jetzt gehen wir hier nach Port Said. Dann gehen wir in den Hafen. Tankschiff, Klasse 5. Und da ist er, der Whale V oder 5, wie auch immer. 3,5 Millionen Barrel, 570.000 Ladegewicht und noch mit 75% ein sehr guter Zustand. Ja, und das ist jetzt meins. Scheiß auf die 40 Millionen, die jetzt Sayonara bekommt. Und das ist die Casablanca. Wahnsinn. So ein Riesendampfer, so früh im Spiel. Und da müssen wir jetzt sofort nach Java. Sofort. Auch wenn wir jetzt nach Italien 100 Millionen bekommen könnten für eine 3-Tages-Tour.
Dann fahren wir nach Salala für 120 und nochmal 30, 150. Ist zwar im Verhältnis ein bisschen schlechter als Italien, aber dann sind wir schon ganz nah an Java drin. Jawoll. Sie sind im Minus. Sie haben noch 15 Tage Zeit, um Ihr Konto auszugleichen oder Sie gehen bankrott. So, ich bin im Minus, aber nicht lange, denn die Yashamaro bringt 7 Millionen. Aufträge haben wir noch nach Jeddah und Jebel Ali. Oh, schöne Aufträge in Italien. Oh, Jeddah gibt es auch Aufträge. Dublin, das ist nicht so doll hier. Nur Aufträge nach Algier, aber das bringt uns ja nichts. Oh, nichts für die Fahrt dahin, wo wir hinwollen. Das war jetzt ein bisschen Pech. Aber die Lena bringt 27 Millionen. Und die hat ja die Upgrades eingebaut. So, eine Eintagestour, 46 Millionen. Was haben wir hier noch? Das sind jetzt nur noch längere Touren. Ne, dann machen wir natürlich die Eintagestour. Für knapp 50 Millionen nach Port Said. Und wir sind in Nuuk mit der Shark. Ein paar Regionspunkte eingefahren. Und da geht's jetzt zurück nach Halifax. Oder auch Quebec. Nehmen wir mal die kleinen Volumen mit. So 2000. Nochmal 2000. Jetzt nur noch 5000er. Ja, 1 Million. Geld ist hier nicht ganz so wichtig mehr. Hauptsache, wir machen viele Regionspunkte. Die Black Mary. So, das ist eins der Schiffe, die wir wohl als erstes demnächst verkaufen, weil es macht dann keinen Sinn mehr, mit solch kleinen Schiffen hier irgendwo sich rumzuklicken, nur wegen mal 1 Million. Fahren wir nach Colombo. Mit 2 Aufträge, 3 Millionen. Eine Schlepperreederei steigt. Sie müssen selber Hand anlegen und ihr Schiff steuern oder sie warten das Ende des Streiks ab. So, es wird hier gestreikt. Für die Voyager egal, 8 Millionen. Wir sind in Salala. So, 3,6 Millionen nach Jeddah. Ja, und auch auf der Scarlet keine illegale Ware. Bei der normalen Zollkontrolle. Und gleich ist unser Sabotageschutz hier zu Ende. Bin mal gespannt, was der sich gleich wieder einfallen lässt. Wir sind in Balboa. Und dann fahren wir nach Georgia, würde ich mal sagen. Und die Scarlet ist in Java. Da wollten wir, vorausgesetzt keine so guten Aufträge gerade hier. Ja, es geht.
Dann wollten wir hier auch ein Upgrade einbauen. Speziallizenz und Entflammbarkeit. Auch wenn wir das Schiff auch irgendwann verkaufen. Noch lohnt sich das, wenn wir nicht so viele Schiffe haben. Und die Lena, 44 Millionen. Jetzt kann man auch schon nachdenken, mehr Container oder Bulkschiffe zu kaufen, Klasse 2, um da mehr Regionspunkte zu sammeln. Und die auch quasi in jeder Region immer hin und her fahren zu lassen. Vielleicht sogar automatisch im späteren Spielverlauf. So, Italien wird da. Gute Aufträge. Hongkong ist schon zu weit weg. Ja, ich glaube, wir nehmen mal Italien. Da waren immer sehr gute Aufträge zurück. Fahren wir mal 45 Millionen. Und ja, der Kobalt Carrier bringt 28 Millionen ein. Und was wir da gleich an Aufträgen annehmen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest. Tschüss!